PA Sporty Vibes über die Drugs, Bruder? Du bist ja so ein Astronaut. Nein, ich bin ein Psychonaut, wenn du es genau haben willst. 300 Mikrogramm und dieser Flair, den du kennst, ist geschehen. Oh mein Gott, ja. Safe, Digga. PA Sports und Flair nehmen LSD. Ruf mich an, ich mach den Vlog. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. PA Sports über seine Erfahrung mit Drogen, Microdosing. Sollen wir uns das reinziehen? Eins. Der PA Sports, Digga. Digga, ich sag dir ehrlich, Mann. Der, ja, okay, komm, wir gehen rein. Zwei Leute haben eins geschrieben. Viel mehr sind wir auch nicht. Wieso, Digga. Hype ist vorbei, Lan. Oh shit, Shadow ist auch mal wieder da. Was geht, Bruder? Ey, ich würde sagen, wir können ein kleines Intro dazu machen, oder? PA Sporty Vibes über die Drugs, Bruder? Hörst du das Intro, man? Ah, warte. Das können wir auch so machen, dann. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder vor euch im Start. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Focus it out, man. Da sind wir wieder. Und zwar werden wir jetzt mal ein bisschen uns den Talk zwischen PA Sports und Roos über Drugs und Psychedelics reinziehen. Juckt mich ein bisschen. Und wir sind gerade im Stream und haben uns gedacht, ziehen wir uns rein. Intro überspringen auf jeden Fall. Der macht auch, der übertreibt. Roos macht ein bisschen Filme, Digga. 25 Minuten Video, der macht eine Minute Intro. Ich habe bei Comics Café, wenn es anderthalb Stunden geht, habe ich geguckt, dass ich nicht länger als eine Minute Intro mache. Okay, manchmal war es ein bisschen länger, aber Bro, so eine kleine Szene würde reichen fürs Intro. Ja. Ihr habt euch so einen LSD-Talk reingezogen, du und Flair. Oh Mann, ey, ja, Mann. Das habt ihr euch darüber lustig gemacht? Ich schwör's dir, das habe ich mir auch reingezogen. Ich war sogar, glaube ich, live dabei, wo Flair und Roos auf Julian Zietlow reagiert haben, wie Julian Zietlow über seine Psychedelics-Erfahrung erzählt, so. Pass auf. Das war cringe, lustig, irgendwie Ding so. Man muss halt dazu sagen, dass auf jeden Fall zwischen Julian Zietlow und Flair sowieso so ein Ding ist. Der Flair will den sowieso nur fertig machen, weißt du? Aber ich finde das, also ich fand es schade, dass das Thema Psychedelics und spirituelle Erfahrungen und so krass lächerlich gemacht wurde. Und deswegen fand ich es geil, dass PA und Roos nochmal drüber reden. So. So, ich weiß ja, ich kenne dich ja gut. Du bist ja so ein Astronaut. Nein, ich bin kein Astronaut. Du bist kein Astronaut? Ich bin ein Psychonaut, wenn du es genau haben willst. Ja, warte mal zu. Bro, ich war einmal bei PA zu Hause, Digga. 2020 war das gewesen, glaube ich. Und der hat mir ganz ausführlich seine Erfahrungen, ein oder zwei Erfahrungen, die er gemacht hat, LSD-Erfahrungen, hat er mir richtig ausführlich erzählt. Bruder, das war wie ein Film. Ich finde, der sollte noch viel mehr so Joe Rogan-mäßig, sollte eigentlich auch einen Podcast machen und da noch viel mehr drüber reden, weil PA ist sowieso einer, der ist intellektuell auf einem krassen Level, kann Sachen gut ausdrücken und ich glaube, es könnte ein Mehrwert sein für viele, seine Gedankengänge, weißt du? Ich bin halt aufgewachsen mit Karate-Tiger 1. Kennst du Karate-Tiger Jason? Jason, kein Rückzug. Keine Ordnung. Wenn deine Schulter, genau, wenn deine Schulter sich bewegt. Sich. Auf Englisch, kennst du was, wie Karate-Tiger auf Englisch Titel ist? No retreat, no surrender. Und du stehst auf Retreat. I'm no retreat, no surrender. Ich weiß, das ist ein Insider, den du jetzt wahrscheinlich nicht verstehst, aber wegen Ayahuasca, no retreat. No retreat. Ach so, no ja, ja, ja. I'm not retreating, ich bro. Ich bleibe so, wie ich bin. Psychokrank. Nein, Bruder, guck mal, nur, dass du es weißt. Ich habe mich mit Microdosing sehr beschäftigt sogar. Mhm. Und ich wollte sogar, ehrlich gesagt, investieren. Okay. Aus San Francisco kommen ein paar Firmen. Es gibt eine Firma, sogar ein Deutscher ist da sogar Geschäftsführer. Mhm. Oder leitet dieses Investment, ein Riesengeschäft. Ja, die investieren, gehen auch irgendwann wahrscheinlich an. Pierre, komm ins Café, Bro. Another one. Also Microdosing ist schon ein Thema. Rudi Völler weiß Bescheid, Bro. Medizin weiß ich. Auch MDMA. Habe ich letztens gesagt. Ich habe gesagt, es gibt so Familien- und Paartherapien, wo MDMA sehr weiterhilft. Bro. Das weiß ich alles. Aber trotzdem mal, war das Video, nicht, ich will das gar, Video war nur lustig. Ich, weißt mal, ich will gar nicht so viel nehmen, darüber reden. Hau raus, Bruder, was für dich so viel? Ich will gar nicht mehr so viel darüber reden. Ich höre auch jetzt auf in Interviews und so viel, diese ganze Mindset-Bewusstsein, weil ich merke, ich rede in einer Szene darüber. Nein, Bruder, nein. Als ich das gesehen habe, ich habe mir das Video schon reingezogen, dachte ich so, egal. Ist doch egal. Ja, die meisten, Leute können nichts damit anfangen und dann ficke ich mich irgendwann selber damit, weil die denken, ich hab einen Sprung in der Schüssel. Aber was ich dir... Das ist halt so, weil die Leute denken und so ein Scheiß, Bruder. Ich glaube, dass du trotzdem mit dem Talks und mit den, wenn du diese Erfahrungen teilst und deine spirituelle Welt auch öffnest mit den Leuten in Interviews und dies, das, bla, dass du auch genauso gut Leuten helfen kannst.
weißt du, was Mindset und Ego und so eine Sachen angeht. Und das ist doch viel mehr wert, als wenn irgendwelche Idioten sagen, dass der verrückt ist, weißt du? Finde ich. Sagen kann, oder? Ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir für dich. Ja, ich weiß, das wünsche ich dein anderer Freund aus Düsseldorf auch. Nein, Bruder, ich wünsche, nein, ich meine das wirklich ernst, ich sage das, weil ich dich liebe, Bruder. Dein neuer Bruder aus Düsseldorf wünsche ich das auch die ganze Zeit. Liebe Grüße. Bruce will nicht, Bruder. Der will nicht loslassen vom Ego, Digga. Flair auch nicht, Bruder, glaub mir. Die werden danach andere Menschen. Business zu. Warum, Bruder? Ich sag ihm die ganze Zeit, er muss rausgehen damit, ja, Bruder. Macht er doch aber auch ein bisschen. Guck mal, ich sag dir nur, Bruder, ich wünsche mir das für dich, weil ich dich liebe. Ne? Und ich finde das, lass mal dieses Thema Dings, aber Bruder, jeder Mensch, der sich daran wagt und ab einem gewissen Alter und halt auch so, ja, keine Angst direkt vor diesem Kontrollverlust im ersten Moment hat. Ja, das ist meine größte Angst. Kann eine unfassbar schöne Erfahrung. Das ist auch meine größte Angst. Deswegen habe ich selber noch keine psychedelischen Erfahrungen gemacht, obwohl ich sehr oft schon damit in Berührung gekommen bin, selber schon sehr spirituelle Sachen auch gemacht habe, so Meditation, Yoga und so. Ich bin eigentlich sehr open-minded für alles, aber ich habe auch brutalen Kontrollverlust, ich habe brutale Kontrollverlustängste, die mich immer wieder davon abgehalten haben, so eine Erfahrung zu tun. Obwohl ich sag dir ehrlich, mein Herz, mein Calling sagt mir, es wäre nicht schlecht. Und ich glaube, ich werde aber demnächst irgendwann, oder vielleicht auch nicht, man weiß nie, aber irgendwann an den Punkt kommen. Man sagt doch immer, du fühlst es dann schon selber, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. So. Sammeln, die ihm sehr viel bringen kann, wirklich. Es ist wirklich, ey Bruder, ich will nicht anfangen. Wenn ich jetzt richtig anfangen würde zu reden, wir werden innerhalb von 2 Minuten hier gebannt und nie wieder freigeschaltet. Nein. Ganz ehrlich, ne, guck mal, es ist ja schon so, es ist ja richtig. Damit es klar ist, wir haben uns über den Julian Zilo lustig gemacht. Das Video ist lustig. Dass die Information da drin ist, ja, der Informationsgehalt, muss man sagen, ist sehr wenig. Ehrlich? Ja, das ist die. Wir haben das Video 2 Stunden lang. Vielleicht käme da noch was Geiles. Ja. Aber es ging. Nein, die haben dann einfach Julian getrollt, Bruder. Sich um Julian lustig gemacht. So. Und über diesen Typen, der so in sich reingehört hat und sich gefragt hat, wie es ihm geht. Was ja eigentlich gar nicht verkehrt ist, Bruder. Weil wie oft haben wir die Situation, dass Menschen, andere Menschen fragen, wie geht's dir? Gut, bei dir. Obwohl es denen brutal beschissen geht. So. Und der Typ war halt so. Julian fragt ihn so, wie geht's? Er setzt sich so hin, so. Warte mal. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist halt schon lustig, weißt du, ich meine so. So, wie geht's dir? Gut. So, ist halt so. Aber eigentlich ist es real, Bruder. Ich habe auch mein alter Kameramann Samson hat mir mal eine Story erzählt von seinem Homie. Der hat auch einen Homie, der sehr spirituell ist und so. Und der macht das auch immer. Wenn du den fragst, so, ey, hast du Bock, da und damit hinzugehen? Dann sagt er so, warte, ich muss mal kurz in mich reinhören. Dann hört er in sich drin, Bruder, guck, was seine Feelings, seine Vibes ihm sagen und so. Und wenn er ein schlechtes Gefühl hat, dann sagt er nein. Weißt du, egal was ist. Das ist einfach funny. Ja, aber ich habe irgendwas. Ja, aber ich habe kurz reingeguckt, da habe ich nur so durchgeskippt, so ein bisschen habe ich nur gehört, wie Flair, glaube ich, gesagt hatte: Gib mir 50 Euro, ich erkläre dir so, komm zu mir, gib mir 50 Euro, ich erzähle dir so, was Sache ist. Oder das? Ging danach, das ist beim besten Willen. Ja, beim besten Willen nicht so leicht. Ja, ich weiß, aber es geht auch darum, dass der. Wenn Flair sich traut, er soll einmal 300 Mikrogramm nehmen. Ich lade ihn ein. Bro. Ich glaube, der Flair macht das nicht. Ich lade das ihn ein. Das Witzige an Flair ist ja der. Boah, Digga, das ist ein krasser Vorteil. Ich soll das vloggen sogar. PS Sports und Flair nehmen LSD. Geil, ey, ruf mich an, ich mach den Vlog. Wir ziehen das in Mexiko durch, Bro. Ich schwör's dir, mitten im Dschungel, Alter. Flair auf LSD, nee, Bruder, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Bruder. Gar nicht. LSD im Dschungel, die Farben, Dicker, du wirst fliegen. Ja, ich schwör, die Justine hat das schon gemacht, Alter. Ich trau mich halt nicht, Bro. Auch nicht dringlich, Six. Aber ich glaube, trinken bis 300 Mikrogramm und dieser Flair, den du kennst, ist Geschichte. Oh mein Gott, ja. Safe, Digga. Das nicht machen, wir brauchen den Flair noch. Ja, Roos braucht den für Business, Bruder, ja. Auch. Warte Freundschaft gehabt und sehr lange und so weiter. Deswegen, das war auch noch dem geschuldet, dass wir uns da totgelacht haben. Es ging jetzt nicht nur über das Mikro. Also das Microsourcing-Thema, das ist mir schon bewusst, das ist, wie gesagt, ich habe mich schon mal damit beschäftigt tatsächlich. Es ist so viel gesagt, in den Staaten ist fast jeder auf Microdosing-Shrooms unterwegs, so. Die ganzen Fitnessleute, die ganzen Podcaster-Leute, die ganzen Musiker und so. Voll viele. Habe ich selbst nicht gedacht, aber es ist so. Schon krass. Auch hier in Deutschland kenne ich den einen oder anderen, der auf Microdosing-Pilze unterwegs ist, wo keiner das weiß.
Es ist ein sehr großes Thema und es kommt. Ich gebe dir, geb dir mal ein geiles Interview von diesem Typen, den ich folge. Ich folge dem auf Twitter. Ist halt, man muss halt sagen, es, so Microdosing ist, hat halt nicht diesen Effekt, dass du irgendwie Hallus hast oder so oder irgendwelche Sachen siehst und so, irgendwelche Trips schiebst, sondern das geht halt dann unterschwellig in die Vibes rein, weißt du? Und ich bin zum Beispiel einer, ich habe immer so unterschwellig manchmal so bedrückendes Gefühl. Und das, glaube ich, gibt es viele Menschen, gerade mit den Jahren, wenn das Leben dich schon krass gebrochen hat, so. Da kann es echt helfen, um deine Ängste und diese unterschwelligen Blockaden aufzulösen, so. Und das ist ja was Positives. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man dafür bereit ist, dass man es nicht übertreibt, so halt. Das ist so ein Deutscher, ist mittlerweile, glaube ich, richtig Endlevel Rich, weil er so Investor ist, ne? Und der macht dieses Microdosing-Thema auf, auch als Investor, ne? Ja. Und ich gebe dir das mal, das ist vielleicht wirklich interessant für dich. Einfach als Investment meine ich. Ich meine wirklich da reingehen, Geschäft, weil du bist ja überall dabei. Du bist ja immer schnell mit dem Kopf auch dabei, CBD und ich alles. Ich weiß, es gibt jetzt schon Tabletten in Deutschland. Ja. Diese, ich weiß nicht, wie die heißen, P, irgendwas. Die sind legal schon, die kannst du kaufen. Und ich sag dir, das wird gerade. Es wird sehr viel darüber diskutiert und auch in der Medizin kann das unfassbar viel bewirken. Es wurde ja, halt sehr Beispiel, lange verteufelt. Es gibt bei Artis jetzt vor einer Woche eine Doku rausgekommen, die ist super, Alter. Die ist mega informativ. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ihr müsst auf YouTube eingeben, Arte, werden wir mehr Drogen nehmen, heißt das, glaube ich. Ja. Geil, Digga, warte mal, die ziehe ich mir direkt später rein, Digga. Werden wir mehr Drogen nehmen? Aber guckt euch die Doku an. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich kann nur sagen, dass diese psychedelischen Erfahrungen mir unfassbar viel gegeben haben in meinem Leben. Kannst du mal sagen, was gegeben haben? Also was meinst du mit gegeben haben? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so einfach erzählen soll. Wenn du mich jetzt Real Talk fragen würdest, ich würde dir einfach einen Trip von mir. Ich erinnere mich an alles, Bruder. Ja, hau raus, Digga, jetzt hier. Das ist am nächsten Tag weggeht wie ein Traum. Ich erinnere mich an alles. Na, du sollst mir einfach nur sagen, ungefähr, gib mir ein paar Schlagwörter, zum Beispiel, dass du mir sagst, hey, ich konnte, als Beispiel jetzt, nicht bei dir, so ich kenne, ich konnte meiner Mutter verzeihen, weil wir hatten nie eine gute Beziehung. Das höre ich immer bei Retreats zum Beispiel. Beispielsweise natürlich, wenn sowas der Fall sein sollte, wirst du das ich auch Ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat mit seinem Vater irgendwie ganz lange nicht geredet, weil er Einer schreibt gerade wegen MDMA und so. Also so Ecstasy, MDMA habe ich schon mal ausprobiert, so. Und das ist aber keine Psychedelics, also MDMA und so, das sind keine Psychedelics. Keine Ahnung, wie man diese Art von Droge nennt. Du hast halt nur Vibes, ne? Glücksgefühle, Bro. Du liebst jeden und alles. Und das ist schon geil. Aber trotzdem würde ich sagen, weil es ist so chemisch und du hast am nächsten Tag so einen heftigen Upturner und so ein krasses Runterkommen. Deine Psyche und so, du bist dann voll leer. Also du lässt deine ganzen Glückshormone und alles auf einmal quasi raus und am nächsten Tag fühlst du dich wie der größte Uhrensohn, weißt du, was ich meine? So, deswegen kein Ding, was ich Leuten empfehlen würde, auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung ein, zwei, dreimal gemacht, aber das hat mich dann auch abgeschreckt, das öfters zu machen, weil ich bin so ein Typ, Bro, ich will nicht, dass es mich zu krass beeinflusst. Deswegen bin ich auch nie auf solche Drogen hängen geblieben. Ich habe alles schon mal ausprobiert, aber sobald es zu viel auf meinen Körper geht und ich merke, so mein Körper und mein Geist und so wird voll krass davon beeinflusst, dann lass es bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch schon gelesen und gehört, dass es bei Paartherapien und Familiensituationen auch schon geholfen hat, da die Stimmungen aufzulösen, weil der Hass wird halt weniger. Die fangen an, sich zu lieben, fangen an, sich Sachen zu vergeben. Ich habe auch mal mit einem besten Freund zusammen Ecstasy genommen so und wir haben geheult teilweise, uns geliebt, uns Sachen erzählt, die wir uns niemals erzählt hätten, wenn wir es nicht getan hätten. Weißt du, für sowas ist es manchmal cool, aber ist halt chemisch und nicht gut für den Körper. Immer als Kind hätte der den immer, ja, kein Love gegeben, in eine schlechte Richtung geschickt und dann haben die Streit gehabt und der Streit war irgendwie so verhärtet und die haben 10 Jahre nicht miteinander geredet. Dann hat er einen Retreat gemacht. Techno und MDMA, Leon, Bruder, den gibt's auch. Den kennt ihr nicht, aber den gibt's auch, Bro. Ich war damals, Diggi, ich war schon unterwegs. Time Warp und so. Wir haben da voll die Filme geschoben, Bro. Basca und so. Dann hat er zu mir gesagt, Bruder, ich habe 3 Tage erstmal gekotzt am Stück. Dann Schamane, dann weinen, reden, umarmen, viel. Dann komme ich so zurück. Mir direkt zu meinem Vater, konnte ihm direkt verzeihen, hab Ego runtergefahren. Einer schreibt, MDMA macht halt körperlich abhängig, das Problem. Das weiß ich halt nicht. Ich bin nie auf so eine Sachen hängen geblieben, weil das halt körperlich schon zu ekelhaft war, schon beim ersten Mal. Weißt du? Ich finde das eigentlich, also das fand ich gut an diesen Sachen, dass die halt so eklig sind, dass du kommst. Also ich bin nie auf die Idee gekommen. Ich habe damals Leute gekannt, die haben jeden Tag Pep gezogen, Bruder. Da hab ich gesagt, ist das dein fucking Ernst, Bro? Ich habe das einmal ausprobiert, das ist so widerlich, Bruder. Also dein Körper und so, du entgiftest danach so eklig. Also wie kannst du das jeden Tag nehmen? Wie kann man auf sowas hängen bleiben? Dazu muss man schon echt durch sein. Er sagte, meine Ego-Schranke ist runtergefahren.
Ich habe dann so plötzlich... Wenn du loslässt, also wenn du es schaffst, loszulassen und nicht so sehr am Ego festhältst, dann könntest du eventuell den Segen erfahren, was es bedeutet, eine komplette Ego-Auflösung zu erleben. Das ist wirklich unfassbar krass. Aber mein Ego, von dem Scheiß lebe ich ja auch. Und was man dazu auch sagen muss, Digi, du kannst auch ohne Substanzen daran arbeiten, dein Ego aufzulösen und das immer mehr runterzuschrauben. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, seitdem ich mich mit Ego, Spiritualität, guter Mensch sein, versuchen, positive Vibes in mir zu haben und auch nach außen zu tragen, kannst du das auch ohne Substanzen lernen. Und ich glaube, du solltest, bevor du irgendwie sowas machst, selber schon auf einem krassen Level sein, was das Thema angeht. So. Weil dann hast du auch nicht mehr diese Ängste und Blockaden, die dir dann sowas wie ein Bad Trip verpassen, wie das manche Leute nennen. Das kommt nur, weil du es nicht schaffst, dein Ego loszulassen und du Ängste bekommst, weil sich das komisch für dich anfühlt. Du kannst es aber auch mit Beten, mit Gott, Meditation, du kannst da schon sehr viel loslassen und sehr viel aufarbeiten. Und für mich, sage ich dir ehrlich, wenn ich mal sowas nehmen sollte, dann nur, um nochmal so den Tropfen auf dem, weißt du, wie sagt man, auf dem heißen Stein so? Sagt man das so, Digga? Tropfen auf dem heißen Stein, Bruder? Ja, ich verstehe 100%, aber du musst verstehen, dass du nicht dein Ego bist. Warte mal, wenn man das bei... Das ist ein Talk, Bruder, Ruth, hör dem mal zu, was er sagt. Da musst du nochmal nachfragen, was meinst du damit? Du musst verstehen, dass du nicht dein Ego bist. Das ist ein brutal wichtiger Satz so. Warte mal, wenn man das... Das juckt die Leute aber nicht, die sich nicht mit sowas beschäftigen. Aber da fängt es so, das sind Erkenntnisse, die musst du tun, die musst du machen, so, weißt du? Wie ist der Künstler mit dem Ohr nochmal? Van Gogh. Wenn Van Gogh zum Psychiater gegangen wäre, ne, und der hätte ihn geheilt, ne, oder ihm Microdosing gegeben, und der wäre voll gechillt. Wären seine Bilder heute noch so interessant? Okay. Lass uns es krank ist immer bleiben. Guck mal, es ist immer die Frage. Lass uns krank bleiben. Ja, Digga. Ja, ist die Frage, was du halt willst, ne? Wenn du krank bleiben willst, ist ja auch cool so. Manche Menschen haben halt die Intention und das Bedürfnis danach, Glückseligkeit zu erfahren, sozusagen erleuchtet zu sein, wirklich immer ein gutes Gefühl in sich zu haben, so, weißt du, wie ich meine, so, und dazu muss man einige Sachen loslassen und auch die Craziness. Ich will auf jeden Fall am Ende des Tages Glückseligkeit irgendwie erreichen, einfach so happy sein, gut sein. Also ich will auf jeden Fall diese ganzen Sachen auf, ich will nicht verrückt bleiben. Auf eine Art und Weise ein bisschen schon, aber nicht so komplett. Was einem wichtig ist, wenn Wahrheitssuche und so Antworten auf gewisse Fragen, die sich jeder Mensch wahrscheinlich stellt, sind für dich, dann ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Werkzeug. Es ist aber auch wie ein scharfes Messer. Du kannst sehr schnell damit auch was kaputt machen. Also, sollte man, bei dem Julian-Talk meinten die so, man soll mit Schamanen das machen. Das heißt wahrscheinlich Leute, die erfahrene Crack-Dealer sind. Also ich... Leute, die erfahrene Crack-Dealer sind. Ruslan. Aber woher weiß man denn, dass einer... Ich habe auf jeden Fall... Du hättest das drauf. Ja, ich bin jetzt kein Schaman, um Gottes Willen, aber ich würde sagen, dass ich einen Erfahrungsschatz hätte, um dich auf jeden Fall, wenn du einen Trip machen wollen würdest. Ich hätte das auch machen können, Digga. Der hat es zu mir auch gesagt. Der sagt, ich hätte das auch machen können, aber ich hab mich nicht getraut. Wäre eigentlich geil gewesen, ja? Mit Pia einfach LSD schmeißen. Richtig, ohne Probleme begleiten und Trips können. Du kennst mich doch gut. Ja. Was denkst du, wenn ich einen machen würde? The Shadow hat gefragt, ob ich schon mal Kokain genommen habe. Ja, habe ich schon mal. Aber auch da nie richtig drauf hängen geblieben, weil da die Effekte mir einfach zu groß sind. Diesen Einfluss auf meinen Körper. Ihr müsst wissen, ich habe einen krassen Zugang zu meinem Körper. Ich spüre sehr viel, sehr schnell. Also was ich zu mir nehme, wenn das irgendwie negativen Einfluss auf meinen Körper hat, dann spüre ich das sofort und auch immer extrem. Zum Beispiel nur bei Alkohol. Habe ich früher, wo ich im jugendlichen Alter viel gesoffen habe, fast jedes Mal, wenn ich getrunken habe, egal wie viel, gekotzt. Weil mein Körper das nicht wollte und weiß nicht, mein Körper will gute Sachen zu sich nehmen und ist sehr empfindlich. Und deswegen konnte ich nie auf solche Sachen hängen bleiben. Aber probiert habe ich auch Kokain schon mal, ja. Was wäre dann? Also ich sag dir auf jeden Fall, würdest du einen richtigen Trip machen, also in einem Dosisbereich? Auch schon das ein oder andere Mal öfter, aber... Wie gesagt, nie so richtig drauf hängen geblieben, zum Glück. Einschneidende Erfahrung wäre, du würdest diese Bushido-Krieg erstmal beenden. Das können wir nicht machen. Oder kennst du... Mein Money, Digga, alles, Bruder, ist darauf aufgebaut, Bro. GGT, 100.000 Euro Auto. Was meinst du, wo das hergekommen ist? Ja. Bruder, kennst du meinen Namen gestern schon mal gesehen? Oh, nur Bruder, willst du, dass ich das zurückgebe? Jetzt mein Tesla S...
Willst du, dass ich das verliere? Nein, Spaß. Ich mach Spaß. Aber die Sache ist ja so, dass das... Generell, du wirst so gieriger. Du willst so, du bist, du, Ego steigt voll. Du wirst gieriger, Digga. So. Du willst mehr. Du denkst, du bist der Krasseste und so. Ja, das sind halt Drugs, die dein Ego pushen. Ich feiere eigentlich, wenn dann, also mittlerweile, nicht mittlerweile, schon immer mehr die Drugs, die dein Ego dämpfen. Generell Drugs, abhängig sein ist immer Kacke. Habe ich erwartet, dass du das sagst. Dass man so Streits irgendwie nicht mehr sieht und so. Aber Bruder, aber nicht, weil du bist auf einmal so friedlich oder du bist... Ja, aber, was ist noch? Der eine hat recht, auf Ecstasy und MDMA auch. Fast von allen Drogen wird man ein bisschen horny, oder? Ich schwör's dir. Auch vor Buffen, Alter. Bruder, du merkst, dass das nichts ist, Bruder. Du denkst, was aber ich habe Angst, weil das ist im Moment der ganze Inhalt meines Lebens. Wenigstens ist er ehrlich, Digi, Alter. Ich geh kurz pissen. Ja. Ja. Oh Mann. Ja. Was mache ich denn dann? Also ist man dann sofort so oder braucht man, ist das Prozess? Was mache ich denn dann? Tagen. Bruder, jetzt guck mal. Kennst du. Es ist ein Prozess von Tagen, geil. Mit dem Film. Ja, klar. Ich erkläre das mal so. Für ja, mich. Ey, vor 5, 6 Jahren, es gab einfach Trainingsbooster mit Amphe drin. Ja, normal Jack 3D und so, ne? War doch auch schon ein bisschen was drin, Bruder. Ich schwör's dir, Alter. Digga, ich habe von Trainingsboostern schon heftigere Runterkommphasen gehabt als von MDMA oder so, Bro. Alter, ich habe das gehasst, diese Booster, wo du danach so krass im Loch nach dem Training im Bett so auf Seite Ding, Embryostellung. Nein, ich will nicht mehr. Das ist für mich so irgendwann so zusammengefasst. Okay. Du wirst eigentlich einmal neu geboren, du bist ein Baby und lebst ein ganzes Leben an einem Tag und stirbst an diesem Tag auch und hast, du bist am Anfang, wenn es losgeht, bist du wie ein kleines Kind, das das ganze Universum neu erforscht. Mhm. Dann kommt irgendwann diese lustige Phase, wo du auch viel lachst oder so, du bist ja auch mit Leuten, die dir nahestehen, wenn du es mit Leuten machst, die dich vertraust und so. Dann wird es irgendwann deeper, dann kommst du irgendwann in den Peak, es kann sein, dass du ausbrichst, weinst, alles, passiert alles, ja. Aber am Ende des Tages, irgendwann abends, wenn du im Afterglow bist... Das Ding ist, ich fühle mich gar nicht so hingezogen zu diesen LSD-Geschichten und so. Wo ich mich hingezogen fühle, ist dieses Ayahuasca. So. Da fühle ich mich echt hingezogen zu dieser Medizin Ayahuasca. So. Weil die ist grundsätzlich nur dafür da, um Dinge aufzulösen in dir. Und die kommt halt aus der Natur, Bruder. Das ist eine Wurzel und ein Blatt von einer... Also die Wurzel von einer Pflanze und das Blatt von einer anderen Pflanze. Wenn du das mischt, kriegst du das und... Da spüre ich schon ein bisschen mehr, aber dieses LSD und so, oh no. Du bist einfach ein weißer Opa. Ja? Kannst du nochmal Afterglow erkennen? Das ist wie eine, das ist, wenn man runterkommt. Es gibt verschiedene Phasen. Es ja, okay. Den Peak, also das ist der absolute Höhepunkt. Du kennst dich aus, wir nicht. Dann gibt es den Afterglow. Zum Beispiel bei mir, ich habe in meinem Leben jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Erfahrungen gemacht und die zweite Erfahrung, der eine die ich schreibt, gemacht habe. Der eine schreibt, ich weiß, dass ich LSD nicht vertragen würde, deswegen mache ich nicht. Das ist auch dann gut so, weißt du? Vielleicht wird es irgendwann sich ändern in deinem Mindstate und dann kannst du das auch nochmal ändern. So. Ich bin ein bisschen offener geworden. Also früher hätte ich schon jetzt beim Reden schon Angst gehabt. Mittlerweile bin ich noch ein bisschen offener geworden. Ich muss noch ein paar Sachen auch auflösen, bevor ich dazu bereit werde. Und es kann auch sein, dass ich nie bereit werde, irgendwie sowas zu machen. Im Jahr 2020, daraus, aus dieser Erfahrung ist dieses ganze Streben nach Glück-Album und alles, was ich in dieser Zeit auch in der Öffentlichkeit repräsentiert habe und wie ich das gemacht habe und auch irgendwie alles umsetzen konnte und wie ich da in der Zeit auch mit Streitigkeiten umgehen konnte, das ist alles das Ergebnis davon gewesen. Krass. Also auch alles. Diese ganze Entschuldigung zum Beispiel du hast auf einmal gesagt, Haft ist so. Der eine Bruder schreibt, einmal ich war auf Brüste, hab Kreuzheben Rekord 160 gemacht, hab gekotzt, dann zurück 180, zu witzig. Fühle ich, Bruder. Ähnliche Situation gab es bei mir auch schon. Das habe ich auch schon vorher gesagt, aber ja, noch leichter, noch easy. Das Ding ist, ich war, du verlierst, da sagt einer, 5 Minuten, es wäre eine Stunde, du verlierst jegliches Gefühl über Raum und Zeit. Du verinnerlichst dann durch verschiedene Erfahrungen auch, dass Raum und Zeit wirklich relativ ist. Also die Leute können mich jetzt für einen Freak halten, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass es verschiedene Dimensionen beziehungsweise es gibt verschiedene Wahrnehmungsebenen, auf der sich ein Mensch befindet. Quantenphysikmäßig, ne? Verschiedene Bewusstseinsebenen und je nachdem, auf welcher Ebene du dich befindest, nimmst du deine gesamte Umwelt wahr. Und es ist schwierig, auf der Grundlage einer komplett anderen Wahrnehmung, die du jetzt nicht kennst oder die Leute nicht kennen, den Leuten jetzt irgendwie zu erklären, was ich da gesehen habe und was ich da gefühlt habe. Du musst halt... Aber wenn du open-minded bist, du musst nicht mal die Erfahrung gemacht haben. Ich zum Beispiel, ich würde dem voll gern zuhören, kann dem auch voll gern zuhören. Also ich kann ihm auch voll zuhören,
weißt du? So, muss gar nicht diese Erfahrung. Man muss nur open-minded sein. Und dazu muss man die Leute halt auch ein bisschen erziehen. Eine andere Welt. Es hört sich crazy an, aber es ist wirklich so. Und zum Beispiel 2020, diese tiefgreifende Erfahrung bei mir, das war zu crazy. Ich war auf Santorini gewesen und ich habe das dann irgendwann, ich bin morgens ganz normal zum Sport gegangen, habe auch was gefrühstückt und so. Ja. Und alles, weil du weißt, dass du währenddessen auf jeden Fall nicht viel isst. Alles, was schlecht ist, kannst du auch währenddessen nicht zu dir nehmen. Fleisch könntest du sofort kotzen, alle tierischen Sachen. Du denkst sofort, wir sind ein Mörder, was sind wir für ein Guck mal, krass, überleg mal. Zucker, Zigaretten, alles, was so, du kannst eigentlich dir nur Früchte und so natürliche Sachen geben. Du bist extrem mit der Natur connected. Auf jeden Fall irgendwann eingenommen, 11, 12 Uhr. Und ich hab... Ich bin schon natural ein bisschen auf LSD, habe ich das Gefühl. Oder so irgendwie auf... Vibriere ich irgendwie anders, habe ich manchmal das Gefühl. So. Von alleine schon auf voll viele Sachen gekommen, wo viele erst drauf kommen, wenn die irgendwie einen Trip machen, weißt du? Ja, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil es sehr persönlich ist. Aber erstmal Unlimited, den Film kennst du. Klar. Wenn ich dir jetzt einfach mal ganz banal, so damit du ungefähr dir vorstellen kannst, in den ersten ein, zwei Stunden passiert erstmal das, was bei ihm passiert, wenn er diese Tablette einnimmt. Ja. Die Farben, du siehst alles auf einmal. Ja, die Brillen weiten sich und das ist für mich auch gar kein Halluzinieren. Du nimmst Dinge, die du vorher nicht wahrnimmst, wahr. Du siehst auf einmal, ich sag dir, du hast noch nie die Sonne gesehen. Also wirklich crazy. Und nach zwei, drei Stunden wird es immer intensiver. Es wird auch, natürlich ist es auch erstmal lustig und du lachst viel und du bist auf einmal so frei von allem. Aber irgendwann kommt natürlich die Ohrfeige so. Ne? Je nachdem, wie viele Sachen du in dir drin hast, die du nicht verarbeitet hast, die du verdrängt hast. Ich bin zum Beispiel über dieses Kapitel schon hinaus. Dafür habe ich ein, zwei Trips gebraucht. Aber wenn ich jetzt mittlerweile das mache, ist es für mich wirklich nur noch Universum erforschen. Mich würde mal interessieren, ob der Bruder auch schon mal Ayahuasca gemacht hat. Aber das ist krass, wenn er da schon drüber hinweg ist, also dass es wirklich so ist, dass du in den ersten Sessions Dinge verarbeitest, Dinge hinter dir lässt und dann in den nächsten Sessions dich nur auf die Welt konzentrieren kannst quasi. Kreativ sein und nachdenken und so. Ich habe nicht mehr so viel mit mir selber aufzuarbeiten, immer mal wieder, aber bei mir war ein sehr krasser Moment, dass ich halt Musik gehört. Musik ist unfassbar krass und dieser Song 7 Jahre zum Beispiel, der damals die Eröffnung auf meinem Album da war, mit dem ich diese Promophase gestartet habe. Ich hoffe, dass die Leute interessiert das und ja. Ich labere die nicht gerade voll. Ja, guck nicht so erzähl, sehr. Erzähl, Bruder, erzähl. Du bist auch immer 50% einfach. Ja, ja. Auf jeden YouTube Fall. YouTube ist haram. Ich habe den Song Mon Raché. Ich weiß nicht, ob den Leute hier kennen. Das ist ein ganz normaler Song von mir. Der hat deep Vibes, aber der ist eher so cool. Es geht da um eine oberflächliche Beziehung zu einer Frau, mit der ich rumballe. Aber ich weiß, sie lügt mich eigentlich an und so. Also da ist jetzt für mich eigentlich nichts Tiefgreifendes drin gewesen. Das ist ein vibiger Song, den ich gemacht habe. Mon Raché. Einige kennen ihn vielleicht. Wir haben diesen Song gehört. Und dieser Song, der ist einfach unfassbar, also der ist in mich reingegangen, dieser Song. Und dann lief die Hook und bei der Hook, ich habe gemerkt auf jeden Fall, wie mein Ego, das war schon in dem Moment, ich habe wahrscheinlich schon eine komplette Auflösung da erlebt gehabt. Ich habe einfach verstanden, was für Emotionen ich da unterbewusst in diesem Song eingebaut habe. Mhm. Weil das in der Zeit in meinem Leben war, wo ich eigentlich noch gefühlt Handschellen an den Händen trug. So, ne? Und dann habe ich diesen Song gehört und in der Hook, ich bin zusammengebrochen, ja, aber auf eine Art und Weise. Krass. Es ist einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen. Ich kann bis heute nicht erklären, ob das aus Trauer oder aus Freude gewesen ist. Es war wie kommen, es war unfassbar, ja. Und ja, so der ist einfach gekommen, Digga. Krass, Bro. Das ist krass. Wo der Song zu Ende war, so tief eingeatmet, ausgeatmet. Voll viel losgelassen, Digga. Wenn du so zusammenbrichst und so viel Holz, dann hast du halt auch einiges losgelassen, Erkenntnisse gemacht und was losgelassen. Ich wollte das quasi nochmal erleben und ich habe mich dann an diesen Song erinnert. 7 Jahre, der hieß auch noch nicht 7 Jahre, das war einfach nur eine Datei. Da schreibt einer gerade, ich bin der Meinung, viele sind extra blind in der Gesellschaft, die haben Angst. Ja, du hast recht. Viele sind extra blind. Es gibt sogar Leute, ich hatte einen Homie, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob er das will, ob man das sagt so, aber ich hatte einen Homie, der gesagt hat, der war mit mir auf einer Wellenlänge so, wir haben auch viel über Spiritualität und vegan und hier und da geredet so. Und der hat zu mir gesagt so, ey Bro, ich will mich nicht mehr damit beschäftigen, weil ich will oberflächlich bleiben, weil ich auch meine Musik und alles, was ich mache, auch so machen möchte, weißt du? So, ich will gar nicht deeper werden, weil dann könnte ich nicht mehr so oberflächlich über Scheiße labern. Weißt du, was ich meine? So? Also es gibt Leute, die auch bewusst sagen, die das spüren, fühlen, dass die eigentlich reinsteppen könnten, mehr in die Tiefe gehen könnten, mehr ihren Ballast rausholen könnten, Sachen verarbeiten könnten, glücklicher sein könnten, aber wollen nicht, weil sie halt so bleiben wollen, weil das halt dann diesen Vibe gibt, der dann auch die meisten Leute catcht. Ihr müsst auch überlegen, der Großteil der Gesellschaft ist auf diesem oberflächlichen Mindstate, weißt du? Umso tiefer du reingehst, umso weniger Leute werden dich noch fühlen. Hey, auf einem Datenhandy von mir
PA Solo Leben hieß er. Ich werde das nie vergessen. Und da habe ich einem Kollegen, der mit mir war, gesagt: Bitte, Bruder, ich weiß, es ist sehr anstrengend, aber geh mal kurz ins Haus, geh mal in diese Schublade, da ist ein Handy von mir in dem und dem Ordner. Und das ist wirklich Technologie und so, ist sehr anstrengend. Mach mal diese Datei bitte auf, mach mir das an, weil ich dachte, ach, wenn man drauf ist, ist Technologie anstrengend. Oh, ist alles. Ist das so wie bei, wenn man so mies. Nein, du kannst damit nichts anfangen. Du bist voll da, aber das ist so. Ich liege im Pool, ich blicke aufs Meer, ich fühle mich richtig gut. Ich drehe mich um, ich blicke auf das Gebäude, was eine wunderschöne Villa ist, aber ich sehe nur Bauten und so. Ich schwöre, das habe ich auch so, Digga. Ich schwör's dir, in Mexiko hatte ich das auch so, egal, auch clean, weißt du? Ich habe mich auch in der Zeit, in der ich mich in der Öffentlichkeit befinde und in der Zeit, wo ich mich auch mit Spiritualität, Ego und sowas beschäftige, immer mehr von meinem Handy entfernt, so. Und das tut, und auch immer mehr von diesem Internet und mir zu viel reinziehen und so. Und das tut natürlich dem Job oder der Sache, die du gemacht hast, vorher nicht so gut, aber es tut dir menschlich gut. Und dann kommst du mal in so einen Zwiespalt manchmal rein, da war ich auch schon. So, ey, ich sag dir ehrlich, mir als Mensch tut es besser, wenn ich mein Handy einfach auslasse den ganzen Tag. Aber ich muss ja irgendwie, weißt du, was ich meine? So, das ist schon krass. Das Gefühl, das ist so ganz, ganz komisch. Aber auf jeden Fall, er hat es auf jeden Fall geschafft, dieses Handy zu holen und diesen Song anzumachen. Und ich dachte, guck mal, wenn ich bei so einem Song, der eigentlich vibig ist, der nur so versteckte Emotionen hat, die ich jetzt nur auf diesem Vibe hören konnte, wenn ich da schon diesen Ausbruch gerade hatte, werde ich den bei diesem Song erst recht haben. Okay, ja. Bruder, der Song geht an, 7 Jahre, einige dürften den Song kennen. Der Song geht an und ich höre, was ich sage und ich bin ja selber gar nicht mehr da. Es ist für mich so, als ob eine andere Person spricht und ich bin gerade in der Vogelperspektive. Krass. Meine zwei Kollegen neben mir fangen beide an zu weinen wie Babys, weil die, als ob die, so fühlen, die ja. sind, das erste Mal waren die in meinem Körper quasi, ja. Und ich werde einfach nur sauer. Ich höre das, ich sage, was redet dieser Pisser da, ja? Was redet der da? Ist der behindert oder was? Geil. Ich bin so die ganze Zeit, was redet der da? Was redet? Ich werde so sauer. Ich schaue nach dem Song. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Ich habe gesagt, das, was ich da was ich in diesem Song rede, ich sage, morgen beende ich das und ich werde das nie wieder zulassen in meinem Leben. Und ich habe das gemacht. Und ich war zu diesem Zeitpunkt, war ich in Santorini, ich saß an meinem Album, aber mein Album hatte gar keinen Aufhänger und es war einfach nur ein Album, ja. Und ich war so die ganze Zeit nicht so richtig. Salz hat gefehlt, so mäßig. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Und das ist ja das mega Interessante an dieser ganzen Geschichte. Die wirklich wichtigen Sachen passieren erst 1-2 Tage später. Okay. Weil du dann ordnest du die Sachen richtig ein und die verankern sich tief. Und am nächsten Tag, ich hatte ja nicht nur das Problem, was ich in 7 Jahren thematisiere. Ich habe über so viele Dinge in der Zeit nachgedacht. Du weißt ja selber, was in meinem Leben da auch zur Zeit privat los war. Da waren ja auch viele andere Dinge, die mich krass belastet haben. Und ich mich so gefühlt war so ein bisschen gefühlt wie in die Ecke gedrängt. Und am nächsten Tag ist mir einfach, als ob mir ein Licht aufgegangen wäre. Weil ich hatte so viele Knoten im Kopf, die sich an diesem Tag gelöst haben. Ich hatte so viele Sachen, mit denen ich niemals öffentlich hätte umgehen können. Weil da, vor diesem Trip war das so, nee, wenn du das machst, du bist kein Mann. Und so, und die Leute, und was denkt der? Und was. Das ist krass, Digga. Das ist krass. Wie ich schon eben gesagt habe, ich habe schon echt auch ohne solche Substanzen zu nehmen, mit Beten, Meditation, an mir selber arbeiten, über die richtigen Dinge nachdenken, auch solche Sachen hinter mir gelassen. Ich habe auch schon Zusammenbrüche gehabt, wo ich viel Sachen losgelassen habe, selber intuitiv auch angefangen habe, mich mit Sachen zu beschäftigen und über Sachen nachzudenken, wo ich so denke, so Bro, diese Eigenschaft von dir ist so und weiß ich nicht, Bruder. Und auch so mit Ego und so, das hast du da getan und so. Also ich bin schon krass davon überzeugt, dass du natural, was Spiritualität und Ego töten, auf ein ganz krasses Level kommen kannst. Natural. Genauso wie du körpermäßig auf ein ganz krasses Level kommen kannst, natural. Natural ist the key eigentlich, ne? Was labert der? Das war mir sowas von egal. Ich hab gesagt, Alter, bist du bescheuert, Dicker? Dein Leben ist eigentlich wie ein Film. Okay, aber du erzählst diesen Film die ganze Zeit der Öffentlichkeit nicht und probierst so eine glatt polierte, perfekte Version den Leuten zu zeigen, weil du denkst, du musst perfekt sein. Aber in Wirklichkeit bist du das, was in deinem Leben abgeht. Erzähl doch einfach was. Natural dauert es halt länger, aber hält auch länger, Bro. Weißt du, wie ich meine? Bin ich überzeugt von. Weil ich kenne viele Leute, die haben Ayahuasca-Trips gemacht, die haben angeblich ihr Ego getötet und so. Und ich treffe diese Leute und merke, diese Leute haben noch genauso ein großes Ego wie vorher, manchmal sogar noch größer. Also die gehen ganz schnell wieder zurück in diesen Film. Und ich glaube, wenn du selber darauf kommst und wenn du selber dir durch jahrelange Meditation oder Beten oder keine Ahnung, durch dich mit dich selbst beschäftigen, an so einen Punkt kommst, dann kann es auch länger halten, weißt du? Dann kannst du auch wirklich leben.
Wer wäre Eminem? Das aber ich will dabei nicht sagen, dass ich diese Sachen verteufel, weißt du? Ich glaube auch, dass das auch helfen kann, gerade wenn du schon auf dem Weg bist, dir nochmal einen Boost zu verpassen. Interviews, dieses Beispiel gesagt. Wer wäre Eminem ohne diese ganzen deepen und persönlichen Songs, die er gemacht hat, wo er manchmal wirklich so krass unter die Gürtellinie gegangen ist, dass du dir denkst, was redet der da? Er hat Songs gemacht, indem er seine eigene Mutter killt. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon hart, aber ich hatte immer das Gefühl... Das ist krass, was PA gerade gesagt hat, finde ich voll krass, Mann, Alter. Lass das nochmal kurz anhören. Aber in Wirklichkeit bist du das. Ist eigentlich wie ein Film. War mir sowas von egal. Ich hab gesagt, Alter, bist du bescheuert, Dicker? Dein Leben ist eigentlich wie ein Film. Okay? Aber du erzählst diesen Film die ganze Zeit der Öffentlichkeit nicht und probierst so eine glatt polierte, perfekte Version den Leuten zu zeigen, weil du denkst, du musst perfekt sein. Aber in Wirklichkeit bist du das, was in deinem Leben abgeht. Erzähl doch einfach, was abgeht. Ich schwör's dir, Bruder. Ich küsse dein Herz, Pierre, Alter. Der redet mir gerade so krass aus der Seele. Den Talk könnte ich auch gebrauchen, Alter. Wer wäre Eminem? Das habe ich auch ein paar... Ohne Scheiß, Digga. Bro, Mann, Alter. Ich denke mir das ab und zu auch sehr, sehr oft eigentlich, dass ich so denke, so... Am liebsten würde ich einfach mal richtig ich selbst sein, weißt du? Viele Sachen nicht erzählt, viele Sachen, weil irgendwelche, vielleicht ich will den nicht verletzen oder ich will hier nicht oder ich will nicht, dass Leute so denken oder das denken. Und seit diesem Corona-Scheiß-Statement, was ich da abgegeben habe, so, ist es noch schlimmer geworden, weil Leute haben mich gecancelt, ganz Deutschland hat mich gecancelt. Das Schlimmste aber bei der Sache ist, ich habe mich selbst gecancelt, Digga. Ich habe selber auf einmal voll drauf geachtet, wie ich rede, was ich noch mache, nicht mache und so. Hab mich voll beeinflusst, weißt du, wie ich meine so? Und ich muss da auf jeden Fall wieder hin zurück und es mir auch, ja, so wie PA gerade sagt, ich will mir das auch jetzt zu Herzen nehmen, Bro, ich danke dir für die Worte, weil das ist schon krass, was du da sagst. Leb dein Leben einfach so, wie du bist. Das ist dein Film, das ist dein Leben. Egal, was Leute dazu sagen oder nicht. Egal, ob die dich canceln oder nicht. Egal, ob wer mit dir noch sein will oder nicht. Zieh einfach deinen eigenen Film durch, so. Und das ist auch mein Ziel, dass ihr auch irgendwann mal ein richtiges Gefühl dafür bekommt. So. In 100% wer ich bin. Du hast dieses Beispiel gesagt. Wer wäre Eminem ohne diese ganzen deepen und persönlichen Songs, die er gemacht hat, wo er manchmal wirklich so krass unter die Gürtellinie gegangen ist, dass du dir denkst, was redet der? Ja, er hat Songs gemacht, indem er seine eigene Mutter killt. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon hart, aber ich hatte immer das Gefühl, aber ehrlich gesagt, dass du wirklich immer sehr offen mit der Sachen umgehst in deiner Musik. Ich dachte das immer. Da waren noch ein paar Prozent, die... Weißt du... Ich glaube sowieso, Pierre ist auch einer, der grundsätzlich schon dieses in sich hat, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und da Sachen aufzuarbeiten und dieses Realness, ehrlich sein und so. Aber du bist halt nie hundertprozentig du selber, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ich weiß nicht, wie sich das gerade für die Leute hier anhört. Ja, mich interessiert das. Chat, interessiert euch das? Wie sieht's aus? Schreibt mal was. Also mich interessiert das schon. Leute, ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche nicht anzulügen. Ich bin heute ein bisschen fett, deswegen kann ich nicht so richtig tief reingehen. Ich könnte leider viel zu... Gib mir die Fitness-Vibes, man. Ich würde noch viel detaillierter gerne und jetzt gerade auch rhetorisch ein bisschen stärker darüber reden. Gut, aber... Bitte zieht. Was heißt rhetorisch stärker, Bro? Ist dein Ernst, Digga? Ich finde, der hat einen richtig guten Talk daraus gehauen. Bro, das können manche nicht fett nicht. Einfach die Doku auf Arte rein, auch für alle, sorry, ich will niemanden beleidigen, aber für alle, die da ein bisschen eingeschränkt sind oder konservativ sind oder engstirnig sind, ja, also zieht euch das bitte rein, Leute, weil ich habe hier gerade gelesen, ja, aber Heroin wäre der Trip bestimmt auch geil. Ey, Leute, ja, das sind psychedelische Substanzen, sind was ganz anderes. Es gibt halt Substanzen, die pushen dein Ego, Kokain, Alkohol, das ist in meinen Augen alles Müll, davon braucht man gar nichts. Es gibt aber auch Dinge, die dämpfen dein Ego und die kannst du, wenn du die vernünftig einsetzt, ja, dafür musst du auch eine stabile Psyche haben und ich denke auch, dass es nur ab einem gewissen Alter interessant ist überhaupt. Ich würde das niemals jemandem empfehlen, der jugendlich ist, geschweige denn ein Kind oder auch jemand in dem 20er-Bereich noch nicht. So ab 30, würde ich sagen, ist das etwas für Menschen, die so ein bisschen hinter die Fassade blicken wollen. Hast du schon mal MDMA genommen? Nein. Ist das was ganz anderes? Ich habe gehört, das ist halt auch ein bisschen... ich habe gehört, es gibt auf jeden Fall Partnertherapien, wo das angewendet wurde und wo das auch funktioniert hat. Sehr gut, oder ja. Aber sonst habe ich halt davon immer nur im Kontext mit Feiern und gute Laune und sowas. Ja, klar, ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob MDMA... Vor allen Dingen runterkommen und so, voll eklig. Hilft, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Ja, genau. Ich weiß also, halt, Psilocybin, Mescalin, LSD, DMT, das sind so die Dinger. So Wörter wie Mescalin zum Beispiel bringe ich nur in Konnotation mit einem Gangster-Movie, wo ich dann gesehen habe, dass der Mescalin genommen hat und so weiter. Welchen Film? Ras, danke für 5 Euro. Welchen Film? Ja, das... Skalin kenne ich nur aus so Gangsterfilmen, aus so Crimefilmen. Mann, das Ding ist so, du musst so sehen, du kennst mich ja. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ich bin voll so der Anti-Drogen-Typ, so vom Typ her. Gar nicht so, dass ich rumlaufe und sage, mach das nicht.
sondern ich hasse nichts mehr, als die Kontrolle zu verlieren. Das ist auch der Grund wahrscheinlich. Dein Ego hasst nichts mehr, als die Kontrolle zu verlieren. Kann sein. Das Wesen, was du mein in Ego meinst, bist, ja, braucht gar keine Kontrolle. Okay, das ist jetzt schon so der Talk. Aber ich will nur sagen, warum ich hier sitze, ist wahrscheinlich auch, weil ich so ein Typ bin. Weil hast du Angst vor dem Tod? Ich gerade jetzt, der in dieser Situation war. Bruder, ich hab doch. Mescalin wird aus einem Kaktus entnommen. Krass, Digga. Mescalin habe ich noch nie jemanden drüber reden hören oder bin noch nie damit in Berührung gekommen. So. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eine Nahtoderfahrung. Ja? Ich sag dir ehrlich, ich hatte überhaupt keine Angst vor. Ich hatte Angst vor. Also ich hatte verschiedene Körper, ich hatte verschiedene Ängste, verschiedene Sachen, aber ich hatte jetzt nicht so Angst, ich sterbe. Für mich war das so, na gut, ich sterbe so, es ist vorbei. Meine Eltern, die werden leiden, wenn ich sterbe. Oder meine Bruder. Das hat mir meinen Kopf weg gemacht. Nicht, dass ich sterbe, ja gut, ich sterbe. Für mich ist es so, wenn jemand aus der Familie oder ein Freund von mir sterben würde, so ein enger Freund, ist ja für mich viel, 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 das macht mir mehr Angst, sagen wir es so, darüber nachzudenken. So. Kann ich mich überhaupt null reinfühlen, so. Wie das sich, Dicker, sowieso eine kranke Situation bei Roos gewesen, weißt du? Wenn ein Arzt kommt und sagt, sie werden in den nächsten paar Stunden sterben, so kann man sich null reinfühlen, oder? Also ich kann mich da null reinfühlen. Ich sterbe, ja, ich sterbe sowieso. Du merkst ja nichts mehr, du bist weg. Krass, Digga. Du merkst ja nichts mehr, du bist weg. Weißt du, was ich meine? Ja, das sehe ich auch anders, Digga. Ich glaube nicht, dass du weg bist, wenn du stirbst. So, ich will nur keinen Schmerzen haben. Aber ich wollte nur sagen, als ich im Krankenhaus war, und der Arzt sagt zu mir, du hast noch 4 Stunden Zeit zum Leben. Dann habe ich, meine Schwester, dieses Handy, ich so mein Handy ist in der Jacke, die holen das aus. Ich so das aufladen, die gucken, holen iPhone, geht nicht, dies, das. In meinem Kopf war nicht so, ich sterbe gerade. In meinem Kopf war so, wow. Ich sterbe gerade, Digga. War wirklich in meinem Kopf so joke-mäßig, so wie Comedy. Ich so, der sagt 4 Stunden und ich brauche noch 20 Minuten, mein Handy aufzuladen, geil. Noch 3,5 Stunden. Aber ich hab's auch. Boah, voll makaber, Bruder. Ernst genommen, muss ich sagen. Ich konnte es nicht ernst nehmen. Es war für mich einfach nicht greifbar. Ich habe Wochen später nochmal nachgedacht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Als der Arzt zu mir gesagt hat, wir müssen sie intubieren, sonst werden sie die Nacht nicht überleben. Bah, Digga. Boah, Bro. Ich hab gesagt, ich will nicht intubieren, weil ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Weil intubieren heißt Koma, künstliches Koma. Und ich habe keine Ahnung, ob ich mich richtig entschieden habe. Nee, davor hätte ich auch Schiss gehabt. Aber ich habe das gemacht und ich habe überlebt. Also es gibt ohne Ende... Zum Glück, Bruder. Zum Glück, Bro. Wissenschaftliche... Ich habe mir Videos angeguckt, alles. Es gibt wissenschaftliche Gründe, Beweise auch dafür, dass in Deutschland zu früh intubiert wird bei Lungenentzündung und so weiter und so weiter. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nur sagen... Ich bin fest davon überzeugt, dass ich überlebt habe, das weil ich es. Einmal Herz in Chat für Roos, dass er überlebt hat, Freunde. Ich küsse euer Herz. Gemacht habe. Keine Verschwörungstheorie, Leute. Kann auch jeder anders denken. Was? Verschwörungstheorie? Da kommt der Lovelock ins Spiel, Digi. Was? Was? Verschwörung? Da bin ich. Interview. Komm ins Café. Auf jeden Fall. Ich will nur sagen, ich habe schon mal getrunken, war schon mal betrunken oder so. Aber es ist kein Gefühl, was ich mag. Also die Kontrollverlust habe ich sehr viel Paranoia vor. Muss ich sagen, ist mag ich nicht. Es ist aber kein klassischer Kontrollverlust. Es ist wirklich ein Ego-Tod, den man im besten Fall erlebt. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. Und in Amerika wird viel offen auch damit umgegangen und darüber gesprochen, in Podcasts und das ist aber auch gar kein Tabuthema zu sagen, dass du mit Psychedelics arbeitest oder über die Erfahrung redest oder über die Erkenntnis, die du auf diesem Trip hattest. Das ist verrückt, dass du jetzt Amerika als Beispiel nimmst, weil die haben das überhaupt erst verteufelt. Ja. Die haben auch Weed überhaupt erst verteufelt. Aber du weißt, warum es verteufelt wurde. Ja, weil wie ist der Präsident damals? Nixon hieß er, glaube ich. Nixon, weil der die Wähler seines Gegners damals kriminalisieren wollte und die extrem gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Weil wenn du auf diesen Shit bist, willst du keinen Krieg. Du willst Love, Peace and Harmony, Motherfucker. Warte, eine Sekunde, Bro. Guck mal, 2 Fragen, die ich aus dem Chat habe. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass Leute gefragt haben, was heißt Ego-Tod, Ego-Tod. Ego-Tod bedeutet nichts anderes. Das ist schwer zu greifen für euch, wenn ich das jetzt einfach so erkläre. Ego-Tod bedeutet, ihr stirbt. Du stirbst. Du erlebst den Tod so, wie er wahrscheinlich ist, außer dass dein Körper stirbt. Dein Körper bleibt am Leben. Dein Ego stirbt. So. Und zu diejenigen, die mich fragen, die mich nach meiner DMT-Erfahrung fragen. Was ist das denn? DMT ist wirklich, Leute, es ist für mich viel zu tiefgreifend, um darüber jetzt hier zu reden. Digga, ich will's wissen. Komm ins Café, man. Weil
bei Gott, wenn ich euch erzähle, was bei mir, bei dem, ich habe noch nicht mal im DMT Breakthrough gehabt. Allein das, was ich hatte, reicht schon aus, dass ihr mich für krank haltet, wenn ich euch das jetzt erzähle. Deswegen kann ich das nicht hier im Chat erzählen. Ja. Also nach Nash 52 schreibt an alle Kids unter 21, lest einfach ein paar schlaue Bücher, anstatt eine Droge zu probieren, die extrem unberechenbar ist. PAMK Ultrasports, okay. PAMK Ultrasports, ja, tschüss, Digga. So kurz mal MK Ultra mit reingeschmissen, Alter. Ach, um Gottes Willen. Das ist ganz klar. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall, Bücher ist immer gut. Aber cooles Video, interessantes Video. Digga, wie gesagt, ich würde gerne mit PA da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, PA hat auch generell jetzt unabhängig von den Substanzen, die er sich reingezogen hat und so. Jede Bewegung beginnt mit einem ersten Schritt. Bei uns von... Einfach halt krasse Erfahrungen mit Spiritualität, Ego und so gemacht, weißt du? Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll.